So, wir wollen natürlich hinterher. Wieso können wir den Gegenstand nicht benutzen? Das verstehe ich nicht. Moment, da müssen wir nochmal checken. Wir haben Fokuskristall, wir haben Mistras Hand. Gut, dann. Wenn das nicht soll, dann laufen wir zu Fuß. Waren wir zu spät oder ist es durcheinander gekommen, weil wir zwischendurch gespeichert haben? Ich weiß es nicht. Haben wir einen Bug entdeckt? Kurz zuvor. Trogan gegen richtig viele Goblins, die hier alles verwüsten. Oder sind es Kobolde? Ich glaube, es sind Kobolde. Hinterrücks. Man muss nur das richtige Gift haben. Gut, wir kommen anscheinend zu spät. Wir wollen ja schon noch ein bisschen was vom Kuchen abhaben, ne? Also auf sie mit gebrüllt. Hallo, kannst du mal bitte nicht die Tür zumachen? So, komm. Wenigstens einen Schlag. Hier sind ja noch genug. Wie halt wirklich nichts trifft. Da, Tonerfolg, habt ihr gesehen? Wir haben nichts abgekriegt. Ja? Hallo? Was steht ihr denn hier alle rum? Wirklich? Die kleinen Biester sind alle weg? Dann werde ich mich jetzt um Drogan kümmern. Ich kann mir nur zu gut vorstellen, was sie ihm angetan haben. Ja, sie haben ihn getötet. Vielleicht. Gift? Diese Art von Gift kenne ich zwar nicht, aber ich sollte mit meiner Magie dagegen ankommen können. Haltet aus, guter Zwerg. Wie der Kampfstab da im Boden steckt, ist auch richtig gut. Haltet aus, guter Zwerg. Also die Synchro ist wieder Premium. Nichts? Das Gift bleibt? Wie ist das möglich? Also ich weiß, kein einfaches Gift, das die Kobolde hier verwendet haben. Ja? Nee? Ich hätte vielleicht mal auf die Uhr gucken sollen. Ich glaube, als wir gestartet haben, waren wir bei... Moment. Jetzt haben wir fast 4 Minuten Aufnahme. 22, 23 so rum. Also eher 23. 38 müssten dann 15... Ach, ich sehe das ja eigentlich bei der Audioaufnahme, wie viele Minuten ungefähr haben. Aber ich frage mich, wie sie an ein solches Gift herankommen konnten. Und warum sie den weiten Weg gemacht haben, um Meister Drogan anzugreifen. Es muss eine Antwort darauf geben. Tu nicht so, als würdest du das nicht wissen. Du bist doch aus einem ganz bestimmten Grund hier, Madame. Danke für eure Hilfe, aber wer seid ihr? Ich finde es mehr als so ein wenig verdächtig, dass genau während des Angriffs dieser kleinen Biester eine hilfsbereite Fremde auftaucht, oder? Wie unhöflich, die Dame hilft uns, ohne eine Gegenleistung zu verlangen. Wollt ihr sie mit Misstrauen belohnen? Unhöflich oder nicht? Ich hätte euch auch gerne eine Antwort. Euer Timing ist bemerkenswert, meine Dame. Natürlich seid ihr misstrauisch, das wäre ich an eurer Stelle auch. Erlaubt, dass ich mich vorstelle. Mein Name ist Ayala Windspeer. Du passt nicht wirklich zu... Also dein Model, 3D-Model, passt nicht wirklich zu deinem Bild. Aber das haben wir ja öfter mal in Neverwinter Nights 1. Das gehört dazu. Das muss so. Ich folge nun schon seit fast 2 Jahren den Spuren dieser Kobolde. Da habt ihr es, Kobolde sind es. Ich komme nicht darauf klar, dass... Wie heißt der eigentlich nochmal? Benton, Herdfeuer. Ich folge nun schon seit 2 Jahren den Spuren dieser Kobolde. Er sieht halt aus wie so ein random, unfreundlicher NPC, der versucht, sich auszurauben. Also, ihm würde ich nicht meine Kinder anvertrauen wollen. Nein. Und mein Geld schon gar nicht. Naja. Ich folge nun schon seit fast 2 Jahren, Tagen. Oh, ich habe mich schon gewundert. Ich glaube, ich habe auch im Stream
hier Jahre gelesen. Dabei geht es nur um Tage. Und im Stream habe ich mich schon gewundert. Oder hat Hannah Jahre vorgelesen? Ich weiß es nicht. Naja, zwei Tage sind es. Zwei Tage folgt sie schon den Spuren. Es erschien mir merkwürdig, dass sie sich so weit von ihren Heimathöhlen in den Nesserbergen entfernt hatten. Ich hätte jedenfalls nie geglaubt, dass sie so etwas tun würden. Als ich merkte, dass sie in Richtung Hügelspitze unterwegs waren, kam ich, so schnell ich konnte, leider zu spät. Wieso warst du davor nicht schneller? Wahrscheinlich, weil du gekundschaftet hattest. Warum folgtet ihr den Kobolden überhaupt? Um ehrlich zu sein, ich durchquerte dieses Gebiet nur. Allerdings obliegt es meiner Verantwortung, seltsame Ereignisse zu bemerken und zu untersuchen. Was meint ihr mit Verantwortung? Was ist das überhaupt? Dieses Wort kenne ich gar nicht. Also Verantwortung, ich kann euch gerne einen Duden-Eintrag daraus vorlesen, aber ich gehöre zu den Hafnern. Liegt in unserem Blut. Für unser Blut ist Verantwortung. Jedenfalls steht es so in unserer Satzung. Genau wie Drogan. Der gehörte auch dazu. Jetzt stirbt er halt vielleicht, aber naja. Ihr wisst, wer die Hafner sind? Jemand, der den Geschäften anderer in die Quere kommt, wäre eine böse Antwort, weil... Oder halt eine, die Xanos geben würde. Xanos Messarmos. Dieser Name auch. Sind die Hafner nicht eine Art Geheimbund, der das Böse bekämpft? Ihr seid für wahr gut informiert. Dadurch haben sich die Hafner jedoch viele Feinde gemacht. Ja, das Böse hat viele Anhänger. Es ist möglich, dass einer von ihnen hinter diesem Angriff steckt. Ich glaube, ich kann Licht in die Sache bringen. Ja, tatsächlich. Ja, ja. Du Mann, der da sterbend am Boden liegt. Meister Drogan! Meister! Drogan, ihr lebt! Gepriesen sei Mystra! Ich weiß nicht, ob er noch lange lebt, wenn du weiter mit deinem Schwert da so rumfuchtelst. Ayala... Sie waren hinter den Artefakten her. Sie haben sie gestohlen. Alle vier. Ich konnte nichts. Das Tun hat er irgendwie verschluckt. Ich konnte nichts tun. Das dachte ich mir schon. Aber wie konnte überhaupt jemand herausfinden, dass sie in eurem Besitz waren? Das sind schreckliche Neuigkeiten. Ich war ja nur auf der Durchreise. Ich habe von nichts eine Ahnung. Ach ja, das dachte ich mir schon, dass sie hinter den Artefakten her waren. Alles gar kein Problem. Über welche Artefakte? Hallo? Aufklärung? Als Drogan sich nach der Hügelspitze zurückzog, vertrauten ihm die Hafner vier gefährliche Artefakte zur Aufbewahrung an. Wäre es nicht schlau gewesen, die aufzuteilen? Nein. Wir dachten, dieses Gebiet sei abgelegen genug, um sicher zu sein. Das waren sie auch. Ich weiß nicht, wie sie entdeckt werden konnten. Das müssen wir herausfinden. Diese Artefakte sind zu mächtig und zu gefährlich, um sie in unbekannte Hände zu lassen. Nun, wenn die Kobolde die Artefakte gestohlen haben, dann sollten wir sie zurückholen, oder? Ich bin froh, dass ihr das ansprecht. Ich meine, dass wir einer Meinung sind. Allerdings werde ich euch nicht folgen können. Ich muss hier bleiben und mich um Drogans Vergiftung kümmern. Nur ich kann das. Und dann auch nicht vollständig, offensichtlich. Benton, mein ältester Schüler. Es liegt an euch. Es ist lebenswichtig, dass ihr diese Gegenstände findet und zurückbringt. Was? Warum ich? Das wird mich umbringen. Wenn es so wichtig ist, ihr könnt euch auf mich verlassen, Meister. Wir sind ja rechtschaffen guter Mönch, ne? Ihr könnt euch auf mich verlassen, Meister Drogan. Du könntest ihn wenigstens beim Sprechen angucken. Ey, sein Bart. Ist das sein Bart? Ach nee, das ist der Beutel, der hinter ihm liegt. Ich dachte, sein Bart steht so nach oben, aber... Benton, du könntest... Ja, guck mal, jetzt könntest du wenigstens... Ja, guck ihn an. Guck ihn an, wenn du mit ihm redest, ja? Das hat Mami dir doch beigebracht, mindestens. Ja, nicht auf seinem Kopf stehen. Nein. Lass das. So. Ihr könnt euch auf mich verlassen, Meister Drogan. Ich werde euch nicht enttäuschen. Was für ein Mut. Ihr macht mich stolz, mein Junge. Ja. Das hier wird eure Abschlussprüfung sein.
Ich habe schon überlegt, was ich mache. Ob ich euch in eine Grube voller Wiffern stoße. Oder euch gegen einen uralten Drachen kämpfen lasse. Aber das reicht auch. Weil ich sterbe ja fast. Das ist schon ganz gut, wenn ihr vielleicht dafür sorgt, dass ich überlebe. So vieles hängt von euch ab. Ich weiß, dass ihr mich nicht enttäuschen werdet. Ich kann nicht mehr. Drogan? Der Schmerz hat ihn ohnmächtig gemacht. Na, nun liegt es an euch, Benton. Ganz wie ihr gesagt hattet. Ganz wie er gesagt hat. Ihr müsst die Artefakte finden, bevor sie missbraucht werden können. Ich bin von der Anti-Artefakt-Missbrauchsstelle der Hafner. Das ist auch super, die Dialogoption. Und zuerst so, ja, Meister, ich werde alles für euch tun. Kaum ist er ohnmächtig. Ach, vergesst es, ich habe Besseres zu tun. Ich muss meine Stiefel putzen. Und ein paar Liegestütze machen. Ich werde mein Bestes tun. Könnt ihr mir irgendeinen Rat geben? Wenn ihr Unterstützung braucht, könnten Dorna und Xanos euch begleiten. Das ist schon sehr lustig. Wenn ihr Unterstützung braucht, könnte Xanos euch begleiten. Die anderen können hier bleiben und die Schule bewachen. So viel andere gibt's nicht. Der Tisch da hinten könnte das tun und der Stuhl. Und halt Misha vielleicht. Das wäre dann ich. Ich wünschte, ich könnte mit euch gehen, Benton. Ihr könnt euch glücklich schätzen. Also ich hätte auch lieber Misha dabei, so als Tank. Aber vielleicht kann sie noch nicht so viel tanken, weil sie Stufe 0,5 ist oder so. Naja. Und noch mehr Glück hätte er mit dem großen Xanos an seiner Seite. Nun beruhigt euch wieder, Xanos. Benton wählt, wen er will. Und das wird wohl jemand sein, mit dem er auch auskommt. Ja, ja, wie schon gesagt. Mich. In der Schule dürften auch hilfreiche Ausrüstungsgegenstände herumliegen. Seht nach, ob ihr fündig werdet. Heilmittel werden besonders nützlich. Wenn ihr keine Tränke findet, müssen es eben Heilertaschen tun. Wenn ihr wollt, kann ich euch das erzählen, was ich von den Artefakten weiß. Es ist nicht viel, könnte aber helfen. Ansonsten bliebe nur noch Hügelspitze zu verlassen und der Spur der Kobolde zu folgen. Das sollte nicht so schwer sein. Ihre Reise ist sicher nicht unbemerkt geblieben. Ich werde euch helfen, so gut ich kann, aber meine vorrangige Aufgabe ist, Drogan am Leben zu erhalten. Welches Gift auch immer durch seine Adern fließt, ich werde es bekämpfen. Okay. Ein bisschen haben wir noch. Wie genau könnt ihr mir helfen? Wie geht es, Meister Drogan, denn? Schlecht. Ich kann das Gift nur unter Aufbringung aller meiner magischen Magie davon abhalten, ihn zu töten. Ich werde tun, was ich kann. Er ist ein starker Zwerg. Er wird wohl durchkommen, aber kann ich etwas tun, um Meister Drogan zu helfen? Ja, da wäre vielleicht tatsächlich etwas. Ich glaube, das Gift ist eine veränderte Form von Schlangengift. Vielleicht von einer Natter oder etwas Ähnlichem. Oder einem Wyvern. Wenn das der Fall ist, gibt es vielleicht eher einige Kräuter, die Drogans Genesung beschleunigen können. In Hügelspitze gibt es einen Kräuterhändler, der sie haben sollte. Und schon haben wir eine Nebenquest, die wir im Stream verpasst hätten. Geht zu diesem Kräuterhändler und sagt ihm, ich würde eine Dressümzunge, etwas Holzkohle und Helmdornbeeren benötigen. Bringt diese Dinge dann zu mir. Gut, dann sollte ich gehen und mich vorbereiten. Hervorragend. Ich werde mich so lange um Drogan kümmern. Kommt zurück zu mir, sobald ihr etwas herausgefunden habt. Und die nötigen Heilkräuter, ne? Drogan bewegt sich kaum, als ihr euch nähert. Er schwitzt stark und zuckt schwach, als wäre er in den Fängen eines bösen Traumes. Oder halt eines Giftes. Oh, was für ein Saustall diese Kobolde angerichtet haben. Verstehst du das unter Schule bewachen, Misha? Gut, wir werden uns jetzt noch kurz unseren Gefährten aussuchen. Die Wahl fällt nicht schwer, denn Xanos ist ein Hexenmeister. Ist ein launischer, arroganter, aber ziemlich intelligenter Halborg. Aber eben, er liebt es anzugeben, um wie vieles intelligenter er ist als seine Familie. Er hat für Schwache und Dumme nur Verachtung übrig. Er behauptet, es sei ihm egal, was andere über ihn denken. Dennoch gibt er sich sehr viel Mühe, allen seine Intelligenz und Macht zu beweisen. Also es ist nichts als eine Behauptung. Und Dorna?
Dorne spricht nur selten über ihre Vergangenheit. Ihr wisst jedoch, dass sie beinahe eine Woche lang durch einen gefährlichen Teil der Silbermarken reiste, um als Schülerin bei Trogansson Aufnahme zu finden, als er beschloss, sich zur Ruhe zu setzen und Schüler auszubilden. Sie ist pragmatisch und etwas missmutig. Ihre Rolle als professionelle Aufdeckerin von Hinterhalten und Auslöserin von Fallen hat ihr eine grimmige Einstellung zum Leben gegeben. Wenn du immer einen Plan B haben musst und genau weißt, alles könnte eine Falle sein, dann wundert mich das nicht. Aber wir werden auf jeden Fall sie mitnehmen, weil wir können keine Fallen entschärfen und sie wird auf jeden Fall nicht so schnell sterben wie Xanos. Und als Zwergin würde sie, hat sie mindestens einen Konzi-Bonus, glaube ich. Auch in dieser Version von Dungeons & Dragons, deswegen. Wenn ihr hier seid, um Meister Drogan zu helfen, dann solltet ihr euch so schnell wie möglich auf den Weg machen. Benötigt ihr meine Hilfe? Ja, deswegen spreche ich dich an. Ein zusätzliches Paar Hände könnte ich gut gebrauchen. Nun, ihr wisst ja, wenn ihr scharfe Augen braucht, die jeden Hinterhalt aufspüren und jemanden, der sich auf Fallen versteht, sie notfalls auch auslöst und dabei stirbt, könnt ihr euch auf mich verlassen. Na, was sagt ihr? Ich denke, das ist eine gute Idee. Großartig, dann finden wir Meister Trogans Artefakte im Nu wieder. Und vielleicht fällt für uns unterwegs die ein oder andere Goldmünze ab. Lasst uns gehen. Gut. Groß oder klein, die Arbeit eines Paladins ist nie getan. Und mit diesen Worten können wir uns fast schon verabschieden. Wir werden beim nächsten Mal uns die Sachen hier angucken, aber wir verabschieden uns so. Bis dann. Lebt wohl. Tschüss, Schüsseldorf. Auf Wiedersehen.